Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Hier gibt es auch hier viele, also große Meinungsverschiedenheit zwischen Gelehrten, weil bei Männern heißt Al-Khitan, Beschneidung. Und bei Frauen gibt es, oder heißt Al-Khafd. Al-Khafd heißt, dass du nur ein bisschen nimmst. Und das hat auch mit was? Mit der Frau selber. Zum Beispiel, es gibt manche Länder, die kalt sind. Braucht man nicht. Zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Dänemark, Norwegen. Die Frauen dort, die bekommen nicht diese Gelüste. Nicht wie eine Frau, die in Sudan ist, Ägypten ist, Marokko ist. Das heißt, die Gelehrten haben die so gesagt. Eine Frau, wenn die das bei ihr stark ist, es ist mustahab. Er wünscht, dass sie das Al-Khawd macht, beschneidet. Aber bei Ländern, die kalt sind, braucht man nicht, weil ist auch bekannt, dass die Frauen, die bei kalten Ländern sind, die bekommen nicht diese Gelüste, nicht wie die Frauen, die in warmen Ländern sind. Es ist erwünscht. Muss sie nicht, aber erwünscht. Allahu Akbar.